Liebe Freunde, ich möchte mich heute nochmal zu einem Vorfall äußern, der vor etwa 14 Tagen in Erfurt stattgefunden hat. In Erfurt wurde ein Thor Steiner Laden überfallen, mitten in der Fußgängerzone, und die Verkäuferin, eine junge Frau, brutal niedergeschlagen von 4 Personen. Sie wurde, nachdem sie am Boden lag, mit Schlagstöcken traktiert. Man schlug auf ihre Beine, mehrmals auf ihre Beine ein und auch auf ihren Kopf. Sie war allein in dem Laden, sie war wehrlos diesen 4 Personen ausgesetzt. Anscheinend waren sogar Frauen dabei. Ich habe dieses Video gesehen und es hat mich so entsetzt, dass ich einfach nochmal dachte, ich muss dieses Thema aufgreifen. Es war sehr wahrscheinlich ein Angriff von Linksextremisten, denn gleichzeitig kam es auch in anderen Läden vom Thor Steiner zu Angriffen, zu Überfällen, und zwar auch noch in Magdeburg und in Schwerin. Es war also eine konzertierte Aktion, die auch beweist, wie vernetzt und wie organisiert die linke Szene inzwischen ist. Und vor allen Dingen, wie gewalttätig und gewaltbereit. Also das hat mich wirklich total erschüttert, wie 4 Personen auf eine am Boden liegende junge Frau, sie ist eine Mutter auch, auf eine Person einschlagen können. So was hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Dieser Angriff in Erfurt war natürlich nicht der einzige Angriff. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Ich denke ganz speziell auch an den Angriff auf das eine Mitglied vom Zentrum Automobil, von der Gewerkschaft Zentrum Automobil in Stuttgart, der von Linksextremisten so brutal niedergeschlagen wurde, dass er monatelang im Koma lag und wirklich lebensgefährlich verletzt war. Wir können allen dankbar sein, dass er das überhaupt überlebt hat, diesen Überfall. Und ich habe selbst auch über einen Überfall auf mein Abgeordnetenbüro in Tauberbischofsheim erlebt. Am helllichten Tag ist eine große Gruppe mit einem Riesentransparent, Fuck AfD, durch die Fußgängerzone marschiert, kann man schon sagen. Und sie haben sich vor meinem Büro aufgestellt und das Büro sozusagen angegriffen. Sie haben versucht, die Scheibe einzuschlagen und das ganze Gebäude mit roter Farbe beschmiert. Das ist jetzt nur ein Sachschaden, aber wenn man bedenkt, dass sie jetzt nicht mal mehr vor Menschenleben zurückschrecken, wie das Opfer von Stuttgart zeigt und jetzt auch dieser Angriff in Erfurt, das erschüttert mich. Und da muss man sagen, also wenn jetzt der Staat nicht endlich handelt und auch die Strukturen untersucht und die Strukturen versucht zu zerschlagen, bin ich mir sicher, dass es wirklich demnächst bald weitere Opfer geben wird und vielleicht sogar auch irgendwann den ersten Toten. Das muss unterbunden werden. Die Mittel, die im Kampf gegen rechts vom Staat zur Verfügung gestellt werden, kommen nämlich genau über verschiedene Wege, über Umwege zu diesen Linksextremisten in diese Strukturen hinein und finanzieren sie indirekt. Also der Staat finanziert indirekt den Linksextremismus in Deutschland und das muss unterbunden werden. Aus dieser Legitimation heraus entstehen dann auch solche Strukturen, solche Organisationen wie die sogenannte Hammerbande aus Leipzig, deren Anführerin Lina E. jetzt endlich vor Gericht gestellt wird. Sie wird in Dresden angeklagt und wir wissen allerdings nicht, wie das Urteil aussehen wird. Auf jeden Fall ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Letzten Endes müssen wir die Strukturen dieser linksextremistischen Organisation aufdecken und wir müssen sie auflösen. Nur dann können wir diese Gewaltspirale, die in Gang gesetzt wurde und die anscheinend immer hemmungsloser weitergeht, nur dann können wir diese Aktionen stoppen. Solange uns unser Staat nicht vor diesen linksextremen Strukturen und Vereinigungen schützt, müssen wir das selber tun. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf das Bürgernetzwerk von 1% hinweisen. Sie haben einen Solifonds eingerichtet. Sie sammeln Spenden für Opfer von dieser linksextremen Gewalt. Und sie haben zum Beispiel auch Gelder jetzt gesammelt für die überfallene Frau in Erfurt und sie möchten ihr einen Urlaub oder eine Kur ermöglichen, damit sie recht schnell wieder gesund wird. Ich unterstütze dieses Projekt auch, ich werde auch dafür spenden und deshalb möchte ich in diesem Zusammenhang auch alle bitten, die es sich leisten können, eine Spende dafür zu geben. Und allen oppositionellen Bürgerbewegungen und auch uns von der AfD gebe ich mit auf den Weg. Wir dürfen uns von diesen Angriffen, von diesen Aktivitäten der Linksextremisten nicht einschüchtern lassen. Wir müssen weiterhin unseren Weg gehen. Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen und uns für unser Land, für unsere Heimat und für unser Volk einsetzen. Vielen Dank.